Schönen Dank, Herr Lieferant. Damit hätten wir 15 Baumstämme. Mit Stämmen sind wir versorgt. Jetzt brauchen wir noch 20 Mal Hyrule-Reis. Oh. Gemeinsam bringen wir Angelstädts Bausubstanz wieder in Schuss. Na da, 20 Mal Hyrule-Reis. Oh, du warst fleißig, wie ich sehe. Danke, dass du dich so sehr in die Arbeit reinkniest. Darf ich mich mal an die Arbeit stürzen und gleich deine Baumstämme und Grundpfeiler verwandeln? Wärst du lieb und würdest kurz hier warten? Ich verschaue mir mal kurz fix einen Überblick über den Zustand der Bausubstanz. Ja, und damit willkommen zurück zu Tears of the Kingdom, meine lieben Freunde. Wir haben das Baumaterial für Landa zusammen. Habe ich mir, die Baumstämme haben wir oben beim Schrein ja gesehen. Die haben wir, hab ich mir nochmal zwei geholt. Und den Hyrule-Reis kriegt ihr ganz, ganz ein. Okay. Den Hyrule-Reis kriegt ihr ganz leicht oben beim Turm. Da gibt es diesen kleinen Wasserteich rundherum, der ist ziemlich seicht. Da wächst Gras draus raus. Wenn ihr das mit dem Schwert absäbelt, dann kriegt ihr immer mal wieder ein bisschen Reis. Ja, wenn ihr das so 5 bis 10 Minuten lang macht, dann habt ihr eigentlich die 20 Reis zusammen und dann passt das schon. Die Ornis haben übrigens keinen, die haben nur Tabanta-Weizen. Aber hey, hat mich auch irgendwie gewundert, dass es im Tabanta-Gebiet Reis gibt und nicht Tabanta-Weizen. Macht irgendwie Sinn. Nun denn, alles geklärt. Tut mir leid, dass du so warten musstest. Oh, okay. Ja, also die Grundpfeiler sind wieder wie neu. Jetzt können wir uns an die restlichen Reparaturarbeiten machen. Insgesamt zählen 5 reparaturbedürftige Gebäude auf unserer Tagesordnung. Darunter sind 3 Betriebe. Gasthaus, Restaurant und Truhenspielhaden. Sowie 2 stattliche Eigenheime. Das Haus des Dorfvorstehers und Armes Haus. Bei jedem Gebäude gehen wir anders vor. Darum entscheide dich doch zuerst mal, welches du zuerst wieder aufbauen willst. Diele, Pfosten, Brett um Brett, so geht die Neugeburt von Angelstädt. Wollen wir den mal anpacken? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Geschäft. Ich denke, die Privathäuser können warten. Oh, ein Geschäft also, ja? Ja, sehr schön. Welches genau hättest du denn gerne? Ich denke, die Truhenspielhalle oder den Truhenspielladen, den würde ich mir gerne mal anschauen. Der Truhenspielladen also soll wieder stehen, ja? Na gut, sehr schön. Das hier ist der Truhenspielladen. War ein wirklich reizendes kleines Eckchen, in dem reizende Truhenspiele spielten, und zwar ganz ohne Verlierer. Am besten erkläre ich dir alles weitere direkt vor Ort, oder? Also, los, nichts wie hin zum Truhenspielladen. Na dann mal los. Jawohl, einfach mir hinterher. Ah. Schwuppdiwupp, da werden wir. Früher stand da drin eine Palme, die aus der Decke im Obergeschoss wuchs. Das war ein richtiger Hingucker, aber jetzt ist ja alles noch kaputter, als ich befürchtet hatte. Der Mittelpfeiler ist jedenfalls hinüber. Jetzt brauchen wir also Ersatz für dieses bautechnisch unerlässliche Stützelement. Die Grundpfeiler habe ich mit den Stämmen von dir schon angespitzt. In den Boden gerammt, jetzt bist du wieder dran. Schau mal, das Haus dort drüben. Der Truhenspielladen braucht dringend wieder einen Palmenstamm. Doch das Gebäude ist groß und hoch. Da kann man das gute Stück nicht einfach im Erdgeschoss aufstellen. Der Stamm der Palme müsste viel eher vom Pflanzentopf im Obergeschoss durch das Loch im Dach ragen. So ein Palmenstamm ist in der Gegend ja hier schnell besorgt. Doch wie nur wollten wir ihn bis zum Pflanzentopf im ersten Stock manövrieren und von dort durchs Dach stecken? Ach, welch knifflige Angelegenheit. No, das ist jetzt nicht so schwierig. Das kriegen wir hin. Da vorne ist eine hübsche, schön gerade Palme. Die gibt doch ein gutes Baumaterial ab. Oh, was ist das hier? Tomaten? Lecker. Und ein Pilzchen. Hm, auch gut. So. Jetzt bewegen wir den mit der Ultrahand einmal hier zuerst auf das Dach hoch und legen den einfach mal ab. Dann klettern wir hier einfach die Wand hoch und stecken den noch in diesen Topf rein. Kann ja nicht so schwer sein. Ein bisschen weiter weg. Ja, ja, sehr gut. Na bitte, geht doch. Oh, perfekt. Einen schöneren neuen Mittelpfeiler kann man sich gar nicht vorstellen. Den Rest erledige ich, wenn es dir recht ist. Dann mache ich mich gleich mal ans Werk. Na, dann mach mal. Yolanda. Da, 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 da. Yolanda. Ah, ah.
Wer hämmert da? Da, 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 da. Jolanda. Schubidubidu. Okay, schrecklich. Oh, jetzt geht das wieder los. Und Schleifchen drauf, alles fertig. Ich hoffe, der macht nicht alles in der Lautstärke. Voila, absolut super fantastisch. Und das ist das größte Gebäude im Dorf. Ja, ganz schön viel Arbeit. Doch der Besitzer würde sich sehr freuen. Na sowas, was in aller Welt? Aber die Monster hatten das Gebäude auf den Grund und Boden gestampft. Als ich höre, dass die Piraten besiegt wurden, habe ich mich sofort auf den Weg zurück hierher gemacht. Aber ich hätte ja nie gedacht, dass ich in diesem Gebäude meinen Laden wieder neu eröffnen könnte. Nun ist es wieder genauso schön wie damals, als mein seliger Vater es mir anvertraute. Hier, bitte, ein Dankeschön von mir. Oh, Dankeschön. Wenn ich auf der Flucht war, fielen mir eine ganze Menge davon in die Hände. Eigentlich wollte ich damit die Piraten bewerfen. Aber das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr nötig. Dank dir kann ich meinen Truhenspielladen endlich wieder neu eröffnen. Komm bitte jederzeit vorbei, selbst wenn du keine Rubine in der Tasche hast. Du darfst gratis mitspielen. Oh, cool, danke. Aber keine Müdigkeit vorschützen, ja? Wir haben schließlich noch nicht alle Gebäude wieder aufgebaut. Und wir wollen doch, dass das ganze Dorf wieder im Glanz von früher strahlt. Ja, dann lass mich mal das nächste Ding machen. Das nächste Geschäft wird dann wahrscheinlich das Restaurant. Leute brauchen was, um zu speisen, würde ich doch meinen. Das Restaurant soll wieder stehen, wie? Ja, aber gern doch. Ach, das ist das Restaurant. Hier hätten wir das Restaurant. Sein Name lautet Schlemmerbucht und ein verwöhntes Gast des Dorfes mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Einen Überblick über die notwendigen Arbeiten sollen wir uns aber vor Ort verschaffen. Auf zum Restaurant. Ja, unbedingt. Jawohl, einfach hinterher. Schwuppdiwupp, da wären wir. Der Mittelpfeiler ist hinüber, wir brauchen also dringend Ersatz dafür. Der Grundpfeiler habe ich mit den Stämmen von dir schon angespitzt, in den Boden gerammt, jetzt bist du wieder dran. Siehst du die Löcher im Dachfirst und im Boden? Wenn du dort einen Palmenstamm hineinbekommen würdest, dann sind wir schon fast fertig. Der Palmenstamm sollte so gerade wie möglich sein. Behalte Strahlen an diese Gebäudchen wieder in ihrem alten Glanz. Ja gut, das ist dann wirklich nicht so schwierig, oder? Ich meine, das hier sollte ich vielleicht kurz wegmachen. Also hier muss einer rein. Und wo hat er es noch Löcher, hat er gesagt? Also möglichst gerade. Ich würde sagen, wir nehmen gleich den hier. Der ist doch ziemlich gerade. Oh, hier sind Kühe. Ich mag Kühe. Kühe sind super. Also. Ach so, hier gibt es mehrere darum. Lass mal sehen. Jetzt mal gesagt, möglichst gerade ist der eigentlich. Schau, ob ich hier auf einen von diesen Pfeilern stehen kann. Ich brauche ein bisschen mehr Höhe. Ja, doch, das geht. So. Ein bisschen weiter nach oben. Und dann einmal drehen. So, ein bisschen nach vorne noch. So. Jetzt wird den noch ein bisschen von hier unten anstupsen. Wunderbar. Oh, perfekt. Einen schöneren neuen Mittelpfeiler kann man sich gar nicht vorstellen. Den Rest liege ich, wenn es dir recht ist. Ich mache mich gleich ans Werk. Ist mir sehr recht. Die Singraya spare ich euch dieses Mal einfach mal. Reizend habe ich das gemacht, wenn ich so frei sein darf. Nur was tun wir wegen Besitzer. Es kann ja schließlich Monate dauern oder Jahre, bis er... Irre, ich sehe Gespenster. Wie kann das sein? Das Lokal war doch komplett ramponiert. Schau mal, Bruderherz, unser Haus ist auch wieder wie neu. Och, sind das die beiden, die oben am Turm saßen?
Eigentlich wollte ich ja bloß schauen kommen, wie ruiniert unser Restaurant und unser Haus mittlerweile sind, aber dann sowas. Ihr seid die Besten. Hier, eine Belohnung. Abwehr-Meeresfrüchte-Reis. Lecker. Es handelt sich um eines der Gerichte in unserem Restaurant, die wir unseren Gästen am häufigsten empfehlen. Doch natürlich bist du bei uns auch jederzeit herzlich willkommen, wenn der Hunger dich packt. Ich kann dir Gerichte vorsetzen, die sich dein Gaumen nicht einmal erträumen kann. Endlich ist die Schlemmerbucht wieder eröffnet und zwar ab sofort. Schön, sehr schön. Aber keine Müdigkeit vorschützen. Ja, wir haben schließlich noch nicht alle Gebäude wieder aufgebaut. Und wir wollen doch, dass das ganze Dorf mit dem Glanz von früher erstrahlt, oder? Ja, dann machen wir jetzt als nächstes das Gasthaus. Das ist welches? Ach, das hier. Das Gasthaus befindet sich genau da. Es ist wohl für seine belebende Salzkuren bekannt, die jeden müden Reisenden wieder auf die Beine helfen. Was genau zu tun ist, besprechen wir aber am besten direkt auf der Baustelle. Auf zum Gasthaus. Na dann mal los. Ich denke mal, auch da müssen wir wegen eine Palme finden und die reinsetzen, oder? Schwuppdiwupp, da wären wir. Wie du siehst, haben die Mittelpfeiler und Wände nicht allzu viel abgekriegt. Aber innen drin, naja, da hat sich ein bisschen Regenwasser angesammelt. Die Entwässerung wäre ja eigentlich kein Problem, aber solange der Trümmer drin sind, können wir nicht damit anfangen. Wir können froh sein, dass die Wände intakt sind. Sie einfach abzureißen ist also auch keine Option. Tja, das wird eine Heidenarbeit, aber uns bleibt wohl nichts übrig, als die Trümmer Stück für Stück von oben rauszuholen. Sobald das Zeug raus ist, fange ich mit dem Wiederaufbau an. Wenn wir uns reinknien, sind wir da ratzfatz hier fertig. Ja gut, das klingt jetzt nicht nach einem großen Problem. Das kriegen wir doch hin. Was ist denn hier alles? Ach, das bisschen hier? Wegen dem macht ihr so einen Aufstand? Na, dann das mal da raus. Dann ist eigentlich nur noch das hier. Ah, das muss auch noch weg. Na, muss mal schauen, ob ich hier noch ein Eisfrüchtchen hätte, um... Ja, hab ich glaube ich nicht, hä? Komme ich von hier denn dran? Ja, okay, so geht's. So, und den noch. Na bitte, das war's doch schon. Oh, die Trümmerbeseitigung ist abgeschlossen. Sehe ich das richtig? Ja, aber das Wasser ist noch da. Den Rest erledige ich, wenn es dir recht ist. Ich merke mich gleich mal ins Werk. Da stand der Fachmann und ist gesellig und wundert sich. Wunderhübsch, das Gasthaus ist bereit für neue Herbergstaten. Jetzt muss ich nur noch der Betriebsleitung zeigen. Ich werde verrückt, träum ich? Die Seeräuber hatten mein Gasthaus doch dem Erdboden gleich gemacht, oder? Und jetzt sieht es wieder aus wie zu seinen besten Zeiten. Sagt, wart ihr das? Habt ihr es wieder aufgebaut? Ich müsste wissen, ich bin weit nach Südwesten geflohen, bis nach Gerudo, aber dort gibt's nur Sand, Sand und noch mehr Sand. Ach, das Meer hat mir so sehr gefehlt, da wollte ich nur kurz hier vorbeischauen. Und dann das Gasthaus, das ist schöner als je zuvor. Ich bin ganz hin und weg vor Glück. Ach so, Moment, dann habt ihr ja eine Belohnung von mir verdient. Oh, 5 Zitterfrüchte, das ist nett von dir, dankeschön. So kleine Spezialität musste ich wohl oder übel erwerben, als ich mich in der Fremde in Sicherheit bringen musste. Ich möchte euch herzlich einladen, einen unserer berühmten Salzkuren zu genießen. Mein Gasthaus ist wieder geöffnet und zwar ab heute. Ah, ist doch schön, wenn sie sich so freuen. Aber keine Müdigkeit vorschützen, ja? Wir haben schließlich noch nicht alle Gebäude wieder aufgebaut. Ja, ja, als nächstes sind die Häuser dran. Der Dorfvorsteher ist jetzt dran. Damit hier die Politik wieder einziehen kann und, ja, die Dinge hier zum Laufen kommen. Hier wohnte er, der gute Dorfvorsteher und seine Familie und auch mich hatte er netterweise hier logieren lassen. Es war so gemütlich und sogar etwas von Prinzessin Zelda persönlich war hier ausgestellt, dieses schrecklichen Monster. Auf der Baustelle kann ich dir sicher am schnellsten erklären, was du tun ist. Gehen wir zum Haus des Dorfvorstehers. Ja, unbedingt.
Jawohl, einfach mir hinterher. Na, voran, wenn hier noch was von Zelda sein soll, dann machen wir das definitiv. Und das blöde Ding da oben muss weg. Da wären wir. Der Mittelpfeiler ist hinüber, aber wir brauchen also dringend einen Satz dafür. Naja, also die Grundpfeiler habe ich schon mal mit den Stämmen ersetzt, die du gebracht hast. Jetzt bist du wieder dran. Siehst du die Löcher im Dachfirst und im Boden? Wenn wir da einen Palmstamm hineinbekommen, dann sind wir fertig. Was ist das alles? Der Stamm soll so gerade sein wie irgendwie möglich. So alle erstrahlen all diese Gebäudchen wieder in ihrem alten Glanz. Ja gut, dann... Machen wir mal diesen Mist hier oben weg. Es gibt uns noch ein paar Holzpfeile. Und das hier ist doch ein ziemlich gerader Palmbaum. So. Schauen wir mal, wie gut wir das da oben reinbekommen. Ja, noch hier ein bisschen weiter hoch. Einmal drehen. Bisschen nach vorne. Ja, es war zu weit. Bis nach hinten. Okay, ich glaube, wir machen das am besten wieder von oben. Es ging beim letzten Mal eigentlich ganz gut so. Ja, wenn man nicht runterfällt zumindest. Stell dich jetzt hier nicht so an, Link. Wir haben einen Job zu erledigen. So. Bis nach vorne. Ja. Bisschen nach hinten. Ja, so kommt das doch gar nicht mal schlecht. Jetzt müssen wir so da unten ein bisschen zu uns ziehen und gut ist. So. Oh, perfekt. Einen schöneren neuen Mittelfeller kann man sich gar nicht vorstellen. Den Rest lege ich, ja? Und fertig. Pflicht und Kür. Damit habe ich auch endlich wieder ein richtiges Dach über dem Kopf für meinen Schönheitsschlaf. Oh, habe ich doch darauf gehört. Da hat doch jemand gehämmert und gezimmert. Und unser geliebtes Heim ist so schön wie nie zuvor. Oh, das Hauptgebäude war ja zum Glück unversehrt, aber der Nebenbau in dem Lande gastiert war leider völlig dahin. Ich wusste gar nicht, wo wir den Ärmsten denn nun am nächsten nächtigen lassen sollten. Diese Sorge hat sich nun in Luft aufgelöst. Es tut mir leid, dass ihr unser Haus so aufwendig restaurieren musstet, aber hiermit möchte ich mich erkenntlich zeigen. Oh, Rüstungsschnapper, lecker, dankeschön. Besseren Fisch werdet ihr hier in der Gegend bestimmt nicht finden. Ob gegrillt oder gebraten, er schmeckt einfach immer. Im Nebenbau war übrigens ein Bild, das mir die Hoheit Prinzessin Zelda geschenkt hatte. Wir müssen sofort nachschauen, ob dieses Kostbare noch unversehrt ist. Keine Müdigkeit vorschützen, ja? Wir haben schließlich noch nicht alle Gebäude wieder aufgebaut. Und wir wollen doch, dass das ganze Dorf wieder im Glanz von früher strahlt. Ja, lass uns das letzte Gebäude auch noch machen. Von den Wohnhäusern fehlt jetzt nur noch das Haus von Armes. Ach, das ist das da hinten. Da brauchen wir auch nochmal eine Palme, hm? Wenn ich mich nicht irre, wollte Armes schon immer ein Plätzchen, um draußen seine Angeltrophäen auszustellen. Alles weitere klären wir wohl am besten direkt auf der Baustelle. Na dann. Schwuppdiwupp, da wären wir. Der Mittelpfeiler ist hinüber. Wir brauchen also dringend Ersatz dafür. Die Grundpfeile habe ich mit dem Stämmen von dir schon angespitzt in den Boden gerammt. Siehst du Löcher im Dachfirst? Da muss wieder eine Palme rein, ne? Palmenstamm sollte also auch wieder gerade sein, sonst geht das nicht so gut. Ja gut, das kriegen wir schon hin. Das ist kein Problem. Gibt ja genug Palmen hier. Die da ist ziemlich gerade. So. Natürlich macht die Axt das nicht mehr mit. Das war so klar. Und das gilt offenbar nicht als Schneidewerkzeug. Na gut. So. Den auch wieder zum Gebäude transportieren und dann am besten wieder auf dem Gebäude. Ja, wobei hier könnten wir theoretisch auch den Hügel nutzen. Ich glaube, das geht auch.
Ja, das müsste gehen. So. Okay, ein bisschen weiter nach vorne. Ein bisschen nach hinten. Ja, wunderbar. Nochmal. Und dann runter. Und dann muss er nur noch ein bisschen mehr zu uns. Super. Oh, perfekt. Einen schöneren neuen Mittelfaller kann man sich gar nicht vorstellen. Den Rest erledige ich, wenn es dir recht ist. Ich mache mich gleich mal ans Werk. Na, so sieht's aus, wenn ein Meister mal ein wahrer Meister zimmert. Was denn ist das? Ist das mein Haus? Das steht hier wieder. Habt ihr das etwa repariert? Oh mein Gott, ich danke euch. Tut mir echt leid, dass ich selbst gar nicht dabei geholfen habe. Hier, hoffentlich genügt das hier als Lohn. Ja, das ist doch völlig okay, Mann. Haben wir auch gratis gemacht, das ist kein Thema. Ich kann wieder angeln. Ich selbst bin ein sehr genügsamer Esser. Darum kann ich den Rest vom Fang mit allen anderen teilen. Eigentlich speise ich damit ja nur die Leute aus dem Dorf, aber ihr wunderbaren Reparaturspezialisten bekommt auch was. Versteht sich ja von selbst, wenn ich was übrig habe, dann stelle ich es vor mein Haus. Also bedient euch einfach. Das ist nett von dir, dankeschön. Lalala, Landa, ich werde verrückt. Träume ich? Tust du nicht. Ich habe mir gerade noch mal das komplette Dorf besehen. Keine Schäden mehr zu finden. Donnerwetter, wie kann ich euch beiden nur danken, unser schönes Dorf im Alltempo wieder neu errichtet zu haben. Das wird gefeiert. Heute Abend gibt's ein Festbankett. Ein Bankett, das hört man gerne. Da muss ich ja gleich mein bestes Jäckchen rauslegen. Ich mag Landa. Landa ist irgendwie cool. Ah, schön. Als die Piraten unser Dorf überfallen haben. Ach, ich war verzweifelt bemüht, alle schnell aus dem Dorf zu kriegen. Und ich mich versah, waren von meiner geliebten Heimat nur noch Trümmer übrig. Statt lieblichen, lebhaften Klängen hörte man aus Angestellten nur noch giftiges Monstergrunzen. Ich hätte ja nie gedacht, dass mir nie erträumt, dass ich noch einmal einen Tag wie diesen erleben dürfte. Geselliges Zusammensein, Heimat und Geborgenheit, Lachen und Feiern. Und dieses Glück habe ich nur euch zu verdanken. Dir, unserem Retter aus der Fremde, und natürlich auch dir, lieber Landa. Mir? Ich woher denn? Ich kann glücklich sein, dass ich mich hierher verschlagen habe, mein bester Freund. Angeschwemmt wie ein Stück Treibholz und empfangen wie ein guter Freund. Klar, dass man sich da revanchieren will. Landa, ich bin dir ewig dankbar. Dieses Dorf verdankt dir unendlich viel. Du bist unser Retter, guter Freund. Ich war so frei und habe mit den anderen Dorfbewohnern über dich gesprochen. Leider sind wir nicht vermögend genug, um dir eine reiche Belohnung zu geben. Das macht doch nichts. Doch der größte Schatz, den wir haben, ist mehr wert als Gold und Rubine. Es ist unser Dorf selbst. Falls du uns also jede Ehre deines Besuchs gewähren willst, dann sollst du unser geliebter, gefeierter Ehrengast sein. Der Retter unseres Dorfes darf jederzeit kostenlos im Gasthaus nächtigen. Nett von euch, danke. Unser Retter hat sein Leben lang einen Tisch in unserem Lokal frei, ohne einen Rubin zu zahlen, versteht sich. Glück im Spiel können wir unserem Retter zwar nicht schenken, aber er darf unser Thronspiel spielen, wenn er Lust hat. Alles, was du in so einem Dorf siehst, sei auch dein. Ah, diese Leidenschaft. Ich kann nicht widerstehen. Zutak Kinov, zu mir. Angestellt ist aus der Asche neu erstanden. Da gibt's nur eins. Oh nein, bitte nicht. Den Angelstädter Phönixtanz. Ach, herrje. What the hell? Oh Gott, was bringt er den Kindern bei? Hey, ist ja cool. Ist ja wirklich irgendwie cool.
Angelstädts Neugeburt. Geschafft. Cool. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was gibt's hier denn? Also, das ist natürlich das Gasthaus. Für Wohltäter gratis. Das ist nett. Oh, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ohne mein Gasthaus könnte ich keine Gäste beherbergen. Wenn das Gasthaus wieder aufgebaut wird, wird damit auch das Dorf neu aufgebaut. Sag, sag, aus tiefstem Herzen. Oh, entschuldige, ich habe als Flüchtling unter Gerudo gelebt und ein bisschen von ihrer Sprache übernommen. Sarg, sarg bedeutet Danke. Danke, dass du gekommen bist. Nun gut, mein Spezialangebot, die Salzkur, wird dir, deinem Körper und deiner Seele wohltun. Übernachten kannst du bei mir umsonst oder möchtest du dich bei einer Salzkur entspannen? Mit natürlichen Steinsalz. Ach komm, wir machen mal eine Salzkur. Ich bitte meinen Gäste Steinsalz mitzubringen, dass ihnen dann auf wohltuende Weise einmassiert wird. Ich benötige 5 Stücke Steinsalz. Ja, bitte, haben wir doch. Bis wann möchtest du denn schlafen? Na, machen wir mal bis mittags. Entspann dich und überlass alles andere mir. Na dann. Du bist wirklich sehr angespannt. Ich werde für Abhilfe sorgen und dich mit deiner neuen Energie erfüllen. Ich weiß nicht, irgendwie klingt alles falsch, was die hier tun. Schon Landers Gebastel war. Auditiv sehr fördernd. Oder fordernd, aber ja. Savak! Ach, das ist mir doch schon wieder in Gerudo-Sprache was rausgerutscht. Das passiert mir immer wieder. Ich kann es einfach nicht abschütteln. Eigentlich wollte ich Hallo sagen. Dankeschön. Ich weiß leider nicht, wie man deinen Namen ausspricht, aber Dankeschön. Hat sicherlich gut getan. Also, dann würde ich sagen, gehen wir das nächste Mal hier ins Truhenspiel. Den Truhenspielladen. Wechsel jetzt eigentlich wieder eine Palme raus. Oh ja, schön. Du bist doch das Hemd, das die Piraten verjagt hat und Angelstädt mitsamt einem Laden wieder aufgebaut hat. Ich habe ja nicht mehr dran geglaubt, dass unser Dörfchen nochmal eine Chance bekommt. Alle Achtung, Kleiner. Genau, mein Geschäft heißt schlicht und ergreifend Truhenspielladen und ich biete hier so eine Art Glücksspiel an. Wieso probierst du es nicht aus und öffnest gleich mal deine Schatztruhe deiner Wahl, hm? Na los, bloß keine falsche Zurückhaltung. Mach einfach eine auf. Okay. Also eine Chance 1:3. Ich nehme mal die linke hier. Einzelner Rubin. Ist nicht so viel. Also, Kleiner, dann komm mal her und ich zeig dir, was du gekriegt hast. Oh, ein grüner Rubin, sagst du? Das heißt für dich, das ist der Preis ganz links. Dann nimm ihn doch gleich und, dann nimm ihn doch gleich, du linke Gestalt. Was? Gut abgesahnt, würde ich mal sagen, ne? Deinen Preis zu dir nach Hause zu schicken, kannst du vergessen. Also nimm ihn bitte gleich mit. Oh, hoppla, fast hätte ich vergessen, aber Rubin aus der Schatzkiste bleibt natürlich hier. Der gehört nämlich nicht zum Preis. Nein, nein, nein. Na, was sagst du, Kleiner? Ist doch eine schöne Art, sein Glück auf die Probe zu stellen, oder? Dass du keinen Einsatz zahlst, hast aber auch seinen Preis. Du kannst nicht einfach gleich nochmal spielen, weißt du? Ansonsten müsste ich den Laden direkt wieder schließen, obwohl du ihn doch gerade erst wieder aufgebaut hast. Aber wenn du in einem kleinen Weilchen wiederkommst, kriegst du bestimmt mal wieder eine Chance aufs große Glück. Okay. Und was ist das hier? Ein Eis-Exalfos-Horn. Das ist ziemlich gut. Das können wir gebrauchen. Ich mach von den anderen beiden hier mal ein Foto. Das ist ein schwarzes Exalfos-Horn. Auch ziemlich wertvoll. Und das ist ein blauer Hinox. Oder war mal ein blauer Hinox. Jetzt ist nur noch ein blaues Hinox-Horn. Ah, die Schatztruhe kann man auch fotografieren. Ja, ich weiß, dass er lange geschlossen ist. Ich will nur ein Foto machen. Darf ich ein Foto machen? Glück haben wir eine Zoom-Funktion hier. Das hat ein modernes Smartphone. So. Also. Im Gasthaus waren wir schon, im Spielladen jetzt auch. Dann gehen wir noch hier ins Restaurant und schauen mal, was wir da essen könnten. Was gibt's denn hier Gutes? Mieses Wetter. Willkommen in der Schlemmerbucht, dem besten und einzigen Restaurant dieses Dorfes. Da wir uns bereits im Kartografieturm kennengelernt haben, bist du für mich nicht nur einer der vielen Reisenden. Du hast die Häuser und Läden und das ganze Dorf wieder aufgebaut. Alles sieht wieder aus wie früher. Ich muss dir, Retter und Lande, aus tiefstem Herzen danken. Ach, war das ein lustiges Festmahl. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Lande, der mit den kleinen Kindern um die Wette tanzt. Egal, wie oft ich mich daran erinnere, ich muss so lachen.
Nimm doch etwas Paella mit. Eine Empfehlung des Tages. Noch nie dagewesener Genuss. Das ist das Motto des Schlemmerbucht. Du musst meine Gerichte unbedingt probieren. Die Zubereitung habe ich an vielen Orten gelernt und perfektioniert. Das geht natürlich aufs Haus. Immerhin bist du der Retter unseres Dorfes. Auch Dankeschön. Paella ist super, 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 super nice. Dieses besondere Gericht ist reich an extravaganten Meeresfrüchten und wird von Fischern zu besonderen Anlässen gegessen. Es gibt nichts Besseres als eine gute Paella. Ach, na dann, hau rein. Ich werde mir neue Speisen ausdenken. Das kommt bald mal wieder, wenn du magst. Ja, mache ich gerne. Oh, hübsch mit diesen Fischen hier. Haben wir gut gemacht. Ah, wenn dieses blöde Wetter nicht wäre. Jetzt sollten wir uns mal das Haus noch kurz anschauen von... Oh, vielleicht ist sie gesunken. Ah, du bist doch der nette Herr, der unser Haus repariert hat. Im Zelt zu wohnen war recht lustig. In einem kleinen Geheimversteck, aber im Dorf gefällt es mir besser. Alle sagen, dass du unser Retter bist. Dankeschön, dass du unser Dorf wieder geheil gemacht hast. Ich würde wirklich gerne ein bisschen mit dir spielen, aber zuerst will ich noch das blaue Hemd von Papa finden. Blaues Hemd? Ja, Papas Lieblingshemd. Weil er es so sehr liebt, hat er es extra in einer Eisenkiste gepackt, damit dem Hemd nichts passiert. Aber ich kann die Kiste nirgendwo finden. Bestimmt haben die Piraten sie hier in der Bucht versenkt. So schwer wie sie ist, wird das Wasser sie auch nicht vorgespült haben. Papa tut so, als würde ihm das nichts ausmachen, aber ich weiß, dass er total traurig ist. Ich muss sein hübsches Hemd so schnell wie möglich finden. Von ein paar Regentropfen lasse ich mich nicht aufhalten. Oh, das ist ja süß. Da helfen wir natürlich gerne. Wir haben ja schon ein paar Truhen geborgen. Da vorne ist nochmal eine. Da könnte natürlich ein Hemd drin sein. Schauen wir uns das mal an. Oh, was macht denn die Gerudo hier? Hier ist noch einmal diese Truhe uns anschauen. Die interessiert mich noch. Ein roter Rubin. So, das hier müsste doch schwimmen, oder? Scheint so. Okay. Ist ein bisschen unstabil. Ah, warte mal, da vorne gibt es Holzplanken. Das ist noch besser. So. Dann brauchen wir hier einen Ventilator. Und eine ein Lenkelement. So. Damit können wir uns jetzt hier nach Herzenslust in der Bucht umschauen. So, ich glaube, jetzt war das hier irgendwo. Da draußen ist noch was. Da ist das Schwert. Ah, die Truhe ist direkt vor uns. Noch ein bisschen weiter nach vorne. So. Reicht das schon? Ja. Gut, dann würde ich sagen, bewegen wir uns damit schleunigst zurück zum kleinen Männchen da. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt selber aufmachen sollen, oder? Fehlanzeige? Was ist nicht die hier, oder wie? Doch, blaues Hummerhemd. Das weiche, bequeme Hemd wird traditionell auf einer Insel im Süden getragen. Der Stoff lässt viel Luft durch, da eignet sich hervorragend für warme Regionen. Du bist ja wie mein Papa. Hast du das blaue Hemd von Papa etwa gefunden? Ja, hier, bitteschön. Dieselbe Farbe und es riecht auch genauso wie Papa. Hurra, Papas Hemd ist wieder da. Vielen Dank, ich werde es sofort zu Papa bringen. Ja, mach das. Papa! Der Herr hat ein blaues Hemd gefunden. Das riecht genau wie du. Ich habe gedacht, die Jungs sind zum Meer, um dort zu spielen. Stattdessen habt ihr nach meinem Hemd gesucht? Ihr seid zwar richtige Schätze. Du hast mir nicht nur beim Wiederaufbau unseres Dorfes, sondern auch bei der Suche nach meinem Hemd geholfen.
Ich weiß gar nicht, wie ich es dir danken soll. Als ich noch jung war, habe ich dieses blaue Hemd sehr oft getragen. Doch dann schenkte mir meine Frau diese Kleidung hier und seitdem habe ich das Hemd nicht mehr an. Möchtest du es vielleicht haben? Oh, danke schön. Ach, es hat sogar Hitzeschutz. Das ist ja gut. Ich dachte, du wärst traurig, wenn dein blaues Hemd fort war. Na, nicht wirklich. Ich hatte nur dieses Hemd beim Essen vollgekleckert und war nicht sicher, wie eure Mutter reagieren würde. Aber sie war so lieb, mir meine Sachen ohne großes Murren zu waschen. Nun ist sie wieder alles sauber. Kannst du es nicht selber waschen? Nur so ein Gedanke. Oh, darum warst du so seltsam. Dann habe ich mir also umsonst Sorgen gemacht. Umsonst, umsonst. Tut mir leid, dass du meinetwegen Sorgen gemacht hast. Es sieht sich nur einer meiner kleinen Jungs an. Wie erwachsen sie schon sind. Dein Papa ist sehr, sehr stolz auf dich. Oh, irgendwie süß. Papas blaues Hemd. Dann auch erledigt. Schauen wir noch kurz nach diesem... Ich glaube, Bild hat er gesagt, hätte er von Zelda, oder? Das würde ich mich gern noch kurz anschauen. Bisschen nass geworden. Wenn ich dich so sehe, bist du der Retter. Ich dachte, du müsstest ein wahrer Muskelberg sein. Ich komme eigentlich aus Hateno, aber meine Frau ist von hier. Sie war sehr traurig wegen des Angriffs der Piraten. Aber da du sie nun vertrieben hast, haben wir uns entschieden, zurück in unsere Heimat zu ziehen. Jetzt muss ich nur noch den Dialekt von Angelstädt lernen. Ach, das kommt mit der Zeit. Das geht so schnell. Was hast du für ein Problem? Von dir habe ich schon gehört. Du bist der Baumeisterheld, oder? Der zusammen mit Landa unser Dorf wieder aufgebaut hat. Ich danke dir so sehr. Mein Vater Rosel lobt dich ja doch immer so sehr, dass einem davon glatt schwindelig wird. Eigentlich bin ich ja mit einem Gatten von Achateno gezogen, wo wir bis vor kurzem noch gewohnt haben. Als wir hörten, dass die Piraten vertrieben sind, kehren wir hierher zurück, um uns ein Bild von der Verwüstung zu machen. Dank dir sieht es hier wieder fast genauso aus, wie ich es noch von früher kenne. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, darum bin ich dir wirklich dankbar dafür, dass du unser Frieden gebracht hast. Ich würde gerne selbst meinen Beitrag dazu leisten, dass Angelstädt wieder da auf die Beine kommt. Leider knurrt mir so sehr der Magen, dass in mich kaum Ideen kommen. Aber ich denke nur ans Essen, etwas an dieses eine Gericht. Hyrule-Reis mit Goronengewürz und Fisch. Und zwar einem Schnapper. Hoffentlich stürzen die neuen Häuser jetzt nicht ein, weil mir der Magen so laut knurrt. Mit diesem Gericht wäre es mir sicher ein leichtes, mir etwas Tolles für unser schönes Dorf auszudenken. Aber wo kriege ich es nur her? Hier kommt man schlecht an die Zutaten ran. Okay, also sobald wir Goronengewürz haben, kochen wir dir gerne was. Das ist doch gar kein Problem. Ach, ist das das Bild? Das ist der Herzteich von oben, oder? Ich hatte mich bis jetzt in meinem Haus versteckt, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin zurückgekommen auf leisen Sohlen, um mal Kleidung zum Wechseln zu holen. Aber ehe ich mich versah, hörte ich vor meinem Haus die Stimmen der Piraten. Ich konnte nicht hinaus. Wenn ihr nicht gewesen wärt, werter Herr, dann wäre es um mich und mein Haus geschehen gewesen. Es sollte mir eine Lehre sein. Ich werde nie wieder ein Dorf schleichen, in dem sich blutrünstige Piraten herumtreiben. Ja, ich meine, ich habe mein Leben gerettet. Daher verspreche ich es, es nicht nochmal leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Das ist jetzt dieses Bild. Okay. Das ist eigentlich ganz hübsch hier. Und was macht die beiden da? Oh. Oho, du wieder. Hat die etwa die Lust auf eine neue Zusammenarbeit bekommen? Na, verständlich, verständlich. Immer passieren mal wir zwei bei der zusammen wie ein Steinchen und Mörtel. Ich spreche übrigens gerade mit unserem guten Angelstädter Dorfchef wegen den neuen Bauprojekten und so. Dorfattraktionen. Wenn die Leute nur etwas Neues und Interessantes hätten, das jung und alt Spaß macht, das wäre einfach klasse. Hey, sag doch mal, du Weltenbummler, fällt dir nicht vielleicht etwas Feines ein? Wäre es mit Gruppentauchen? Abenteuerlich, farbenfrohe Flora und traumhafte Tiefen. Wie lange sollen die Leute dafür die Luft anhalten können? Nein, nein, es darf nicht unter Wasser sein. Ein Wasserrennen? Rennen auf einer Wasserrennstrecke? Das klingt ganz göttlich, meinen Segen hast du jedenfalls. So, frisch und vergnüglich, brandneu und nie da gewesen. Und das Meer macht's möglich. Gefällt mir, das will ich. Nein, das brauche ich, der Fall ist klar. Dummster erwähnt, dass er vorhatte, irgendein neues Fahrzeug zu entwickeln, mit echten Spezialisten und so. Ob wir vielleicht mit ihm und seinen Profis zusammenarbeiten könnten? Dummster? Ist der Bursche in Taburasa, oder? Im Dorf in dem nördlichsten Teil der Akala-Region. Er soll mal hier vorbeischauen, wenn seine Bauvorhaben in Taburasa zu Ende sind. Das wäre unsere Rettung. Aber ob echte Profis jeden so verschlafenes Örtchen wie hier kommen? Ja gut, da nehmen die uns hier bald schon die...
Frage ab, die ich euch im letzten, vorletzten Part gestellt habe. Wo sollen wir als nächstes hin? Todesberg oder Gerudo-Wüste? Und Akala ist in der Nähe des Todesbergs. Wir brauchen Gerudo-Gewürz, Geron-Gewürz, wir brauchen den Typen aus Taborasa. Ich glaube, wir gehen als nächstes Richtung Todesberg und Akala. Würde ich mal behaupten. Okay, ich würde mir aber doch gerne kurz den Herzteich da anschauen. Hier, weil auf dem Bild waren da Feen drauf und die habe ich beim letzten Mal definitiv nicht gesehen. Vielleicht hat sich da jetzt was geändert, weil wir das Dorf wieder aufgebaut haben. Wir treffen uns gleich oben. Und ja, hier gibt es tatsächlich jetzt Feen. Okay, cool. Ich würde sagen, die schnappen wir uns gleich mal. Ganze 5 Stück, das ist eine ziemliche Menge. Weiß es halt nicht, ob die hier dann öfters spawnen oder was jetzt hier so eine einmalige Geschichte ist, aber die nehmen wir definitiv mit. Bisschen ungünstig, dass sie da über dem Wasser schweben. Ah, die da kommen ans Land. Oh, ich glaube, eine ist gerade abgehauen. Eine haben wir. Ja, eine ist weg. Schade. Ich komme an die nicht ran, wenn sie hier über dem Wasser schweben. Na, dann fliegen sie direkt weg. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir haben eine. Gut. Also ich denke, den Part heute werden wir beenden. Wir haben den Teil hier haben wir uns schon angeschaut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier noch im nächsten Part dann die Araizo-Küste an und hier die umliegenden Gebirge. Den Fororia-Berg, das Kleuderhochland, den Himaide-Berg und hier das Plateau. Ich denke, das ist eine ganz gute Strategie für den Moment. Das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Und habt einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, Leute.